Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, jetzt etwas näher dran. Ja, ganz so viel habe ich für euch heute gar nicht aufgenommen, nur ein bisschen am Vormittag, bevor ich weggefahren bin. Ich bin weggefahren, da war es kurz vor 12, glaube ich, ja, irgendwie so um den Dreh. Und jetzt haben wir auch schon, 20 vor 6, tatsächlich. Ich war unterwegs, ich habe mein Rezept abgeholt, war danach im russischen Laden, da sind aber gleich ganz wenige Sachen. Dann war ich beim Fitness, habe mich heute wirklich gezwungen dazu, genötigt, habe meine Tasche mitgenommen gehabt und auch wenn ich eigentlich überhaupt nicht wollte, mir war absolut nicht danach, bin ich trotzdem hin. Habe auch ganz schnell einen Teil von meinem Programm durchgezogen, besser als gar nichts. Einige Geräte habe ich einfach weggelassen heute, ist mir auch komplett egal. Ja, auf jeden Fall habe ich das wenigstens erledigt. Dann war ich weiter zur Apotheke, bei uns dann halt, ne, hier in Bevensen. Und die in der Apotheke meinte, ja, die Tropfen gibt es erst zu morgen Mittag ab 1. Ja, erst ab 1 soll ich kommen, um die Tropfen abzuholen, weil die erstmal bestellen müssen und dann müssen die noch umgefüllt werden. Wie auch immer. Die meinte ja, wenn sie Glück haben, dann sind die bis morgen Mittag 1 oder so fertig. Ja. Und ich habe nichts mehr. Das wird sehr interessant jetzt sein, bis morgen, falls die überhaupt bis dahin fertig sind. Ja, danach war einfach von der Zeit her, es hat unterwegs länger gedauert, weil da irgendwelche Verkehrsbehinderer vor einem gefahren sind. Dann eben bei der Apotheke stand ich erstmal, keine Ahnung wie lange, bis sie das da irgendwie gefragt, geklärt hat, wie auch immer. Ja, dann war es auch schon gar keine Zeit mehr. Ich wollte eigentlich nach der Apotheke bei Lidl ranfahren, Wasser und Katzenfutter und so weiter kaufen. Muss ich jetzt auf morgen vertagen. Dann bin ich einfach direkt durch in einen anderen Landkreis zu meinem Physio. Und nach der Physio war ich nur noch bei Norma. Und bei Norma, ja, eigentlich fast mit leeren Händen rausgegangen. Weil Katzenfutter gab es nicht, war nur die eine Sorte, habe ich nur 4 Dosen mitgenommen, muss ich morgen doch zu Lidl tatsächlich fahren. Und dann noch irgendwas, was ich wollte, war gar nicht mehr da, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall, die Laune ist gerade so richtig da unten irgendwo. Ich würde am liebsten einfach nur alles jetzt zu Kleinholz gefühlt verarbeiten. Ich bin echt geladen und sauer, warum auch immer, ich weiß es gar nicht. Also, ich habe gerade einfach nur richtig beschissene Laune. So, ich zeige euch aber jetzt trotzdem, was ich eingekauft habe. Das ist wirklich ganz wenig. Und dann muss ich überlegen, was ich zum Abendessen mache. Da ich jetzt doch noch bei Norma rangefahren bin, war eigentlich heute überhaupt nicht geplant. Hat das natürlich wieder Zeit gefressen alles und jetzt irgendwas etwas Aufwendigeres zu kochen, habe ich absolut gar keine Zeit und auch keinen Bock. Muss jetzt überlegen, was ich gleich mache. So, und jetzt zeige ich euch einfach mal, was es alles geworden ist. Im russischen Laden hatte ich hatte Durst gerade gehabt, eine kleine Flasche Limonade. Dann, die habe ich schon ausgetrunken. Dann habe ich hier Kefir von meiner Familie, also ne, Majestimja, einmal mitgenommen. Wieso piekst das hier irgendwas? So, was von eine schlechte Verarbeitung hier. Ja, ich kaufe eigentlich meistens Kefir nur bei Lidl. Buchweizen habe ich gekauft. 2 Packungen gleich. In einer Packung sind 700 Gramm. Habe ich jetzt einfach 2 Packungen Buchweizen mitgenommen. Dann wieder, wenn ich da bin, ne, für meine Schwester gehen wir da gehen.
zwei Stück, wenn wir uns das nächste Mal sehen, kriegt sie eins davon. Und dann ein paar Pralinen. Das ist auch alles. Das Wichtigste waren meine. Also ich esse die jetzt nicht alle auf einmal. Ne? Falls wieder mal Kommentare kommen, zu viel Süßkram und so weiter. Diese eine, ich esse vielleicht fünf Stück, wenn ich mit dem Video fertig bin, abends irgendwann mal oder davor. Fünf Stück und das nicht mal jeden Abend. Ich teile mir das richtig ein. So, und dann habe ich bei Norma was gekauft. Eis. Einmal diese hier, die großen, wurde nämlich letztens schon, du kaufst immer nur so kleine Eis, ne, wo das Eis selber so klein halt ist. Jetzt die große mitgenommen, von mir aus. Ja, dann habe ich, weil wieder aufgebraucht wurde, für Gefrierschrank, ne, das kann sich dann Rafi zwischendurch in der Heißluftfritteuse machen, diese Knusperrentiere, eine Packung. Und ja, hier sind zweimal Putten-Mini-Steaks. Mal gucken, ob ich irgendwas doch noch koche oder einfach nur Pommes in den Ofen schmeiße, muss ich gleich gucken. Und wenn ich das nicht heute koche, dann gibt es das halt morgen. Ich dachte eigentlich, als so eine Pfanne geschnetzelt ist oder so. So, in dieser Tasche ist, was wichtig war, sehr wichtig, habe ich auch erstmal den ganzen Laden durchgesucht. Dann war das aber erst an der Kasse, in der Nähe von der Kasse. Kaminanzünder haben wir ganz dringend gebraucht. Geruchlose Anzünder, extra starke Zündkraft, bla 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 und so weiter. Zwei Packungen gleich für unseren Kamin. Eine Packung Eier habe ich auch noch dabei. Dann zweimal, einmal solche großen, ich fand die einfach nur goldig, guck mal wie süß, Geschenktüten, einmal so und einmal so und einmal solche kleinen, das sind dann drei Stück drinne, auch Geschenktüten, solche und solche und dann irgendeine rote, nee, nicht rote, silberne mit Schneeflocken. Geschenktüten für Weihnachten jetzt. Dann habe ich die Dinger mitgenommen, Binden. Dann habe ich diese hier mitgenommen. Das sind so kleine, winzig kleine Tannenzapfen für Girlanden hier irgendwo, ne? Also was im Haus irgendwann mal. Das muss ich gleich verstecken. Ich habe gedacht zum Nikolaus für Christian. Der mag total gerne Old Spice. Der benutzt auch nur den Deo-Stick von denen. Und ja, habe ich gedacht, hier ist es 3 in 1, so ein riesen Bottich. Nehme ich mal mit. Dann hat Rafi sich schon lange gewünscht, Kuschelsocken. Das sind jetzt nicht ganz so die Kuschelsocken, die ich habe. Aber ich habe einfach nirgends Kuschelsocken in 46 gefunden. Und dann habe ich diese gesehen, die sind weich, die sind warm, die sind richtig warm, die sind innen drin gefüttert. Ne? Also so richtig schön weiche, warme Socken. Habe ich gleich zweimal welche mitgenommen. Habe ich jetzt zwei Paar mitgenommen für die Jungs. Namas, drei Stück nur, weil ich morgen zu Lidl sowieso fahre. Eine Zucchini, das war die letzte. Dann in Richtung Adventskalender. Ich dachte, vielleicht mache ich einfach für meinen Mann wieder selber irgendwas. Ich habe ja solche Tütchen, Säckchen und so weiter, die ich dann befülle, habe ich. Die waren auch immer ein Gebot, solche Milka-Dinge. Für mich habe ich ich probiere die an, wenn die nicht passt, dann werde ich die diese Woche wieder zurückgeben. Ich muss ja nochmal nach Dahlenburg, muss nur, ich weiß nicht mehr genau wann, Physio. Damen-Kuschel-Leggings habe ich einmal mitgenommen. Dann habe ich einmal Frischkäse pur. Dann, das war super wichtig, fast vergessen, Klarspüler. Für unsere Geschirrspülmaschine. Dann Katzenfutter in so. Muss ich gleich umziehen draußen. Dann habe ich hier
Halal-Huhn Pastete Brotaufstrich steht drauf. Habe ich nur diese eine Sorte mitgenommen zum Probieren. 2 Dosen Thunfisch und 4 Dosen insgesamt von den Katzenfutterdosen. Na, also das ist alles. Die hatten keine, auch von diesen Sorte gab es da, ich habe glaube ich 4 Dosen habe ich stehen lassen und 4 habe ich mitgenommen. War nicht da. Also muss ich morgen woanders gucken, weil die Katzen fressen mir die Haare vom Kopf. Ich habe nichts mehr. Ich habe heute Morgen denen was gegeben. Dann, bevor ich weggefahren bin, habe ich denen was gegeben. Ja, die brauchen wieder Futter. So, das wird jetzt ganz, ganz, ganz schnell verräumt. Und dann überlege ich mir, was ich zum Abendessen mache. Und dann nehme ich euch mit eventuell. So ihr Lieben, wir haben jetzt 7:30, wir haben schon gegessen. Ich habe euch da gar nicht mitgenommen, weil ich auch gar nicht gekocht habe. Ganz einfach. Isi hat aus dem Gefrierschrank Pommes geholt, dann hatten wir noch ein paar Gläser Würstchen da. Also gab es heute nur Pommes und Würstchen. Alle sind trotzdem satt und zufrieden. Der Geschirrspüler läuft schon. Ja. Das war es dann auch schon von mir, glaube ich, für heute. Tut mir leid, dass ich vorhin so schlecht drauf war. Ja, ich war irgendwie plötzlich von jetzt auf sofort so geladen, weiß ich nicht, Schmerzen richtig stark im Handgelenk durch dieses ganze Rumgefahre. Ich darf ja beim Fahren die große, lange Bandage gar nicht tragen, ne, weil die ja hier so eine Metallschiene dann drin hat. Damit darfst du nicht Auto fahren. Wenn irgendwas passiert, übernimmt dann gar keine Versicherung mehr, weil es einfach nicht erlaubt ist, mit so einem Teil am Handgelenk rumzufahren. Mit der Kleinen geht's, aber die hält dann halt nicht ganz so gut das Handgelenk. Ne? Die ist ja zum großen Teil nur, damit der Daumen ein bisschen ruhig gestellt wird. Ja, und ich musste heute wieder ziemlich viel fahren durch 2 Landkreise hin und her und dann da länger gedauert, hier länger gedauert und dann in Dahlenburg hatte ich ein bisschen Zeit und hatte richtig Hunger nach dem Fitness und die ganzen, ne, was ich da so zu erledigen hatte. Ich dachte, da hast jetzt noch 1/4 Stunde, 20 Minuten vielleicht dazwischen, kannst irgendwo dir eine Pommes holen oder so, ne, Portion oder Salat. Da gibt's direkt auf dem Platz in Dahlenburg drei so, ja, Imbiss-Restaurants oder so. Alle haben zu heute. Alle haben zu. Kann man sich da nicht irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, organisieren, dass einer Montag Ruhetag hat, der andere dann halt Dienstag oder Mittwoch oder irgendwie sowas. Nein, die haben alle Montag, Ruhetag. Naja, egal. Dann ist es halt so. Ich bin richtig K.O. Das Wetter macht natürlich auch noch zu schaffen. Den ganzen Tag hört das gar nicht auf zu regnen, zu nieseln und irgendwas. Und ich kann das überhaupt nicht leiden, im Dunkeln und dann auch noch im Regen fahren zu müssen.
Aber jetzt in dieser Jahreszeit lässt das sich überhaupt nicht vermeiden. Ganz egal, ob man jetzt um 8 Uhr morgens irgendwo Termin hat, fährt man noch halbwegs im Dunkeln los oder ob man dann irgendwie am Nachmittag wie heute 15:30 Uhr hatte ich ja dann Physio. Als ich dann rausgegangen bin, war schon, ja, hat schon angefangen dunkel zu werden. Naja, kann man jetzt nicht ändern, das Wetter kann man sowieso nicht ändern. Oder die Jahreszeit, jetzt muss man da durch, aber dieses Grau, es war heute so dunkelgrau alles, den ganzen Tag lang, irgendwie, ja, drückt das ein bisschen aufs Gemüt, muss ich sagen. Auch Fitness hat meine Laune nicht wirklich gebessert, irgendwie. Vielleicht, weil ich mich da jetzt, ich sag mal, gezwungen habe. Aber irgendwann mal muss man ja wieder anfangen damit, ne? Ich hatte ja jetzt wegen der Klinik und den ganzen Terminen davor und danach gar keine Zeit gehabt, irgendwie zum Fitness zu gehen. Und da habe ich mich heute einfach durchgekämpft. Bin auch ganz stolz auf mich, weil ich das geschafft habe. Ich habe wirklich mich da durchgeboxt. Aber wirklich Spaß gemacht hat das nicht. Überhaupt nicht. Ja. Naja, morgen habe ich wieder vormittags um 11 einen Termin hier bei uns und danach muss ich dann wohl oder übel doch wieder los nach Bevensen zum Lidl und zur Apotheke. Und dann eben auch Hausarbeit. Heute ist wieder ein bisschen was liegen geblieben. Zum Glück hat wenigstens, ich weiß nicht mal wer, vielleicht Easy, die Wäsche aufgehängt, die ich heute Vormittag angeschmissen habe, die war natürlich längst fertig, ist ja klar. Als ich nach Hause gekommen bin, hing die Wäsche schon im Wohnzimmer auf der Wäschespinne. Ja, aber viel mehr habe ich heute auch nicht geschafft und habe jetzt auch nicht vor, noch irgendwas zu machen. Bin zu kaputt. Na gut, es gab heute halt ein bisschen Haushalt und einen ganz kleinen Haul. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr nehmt mir meinen schlechte Laune-Ausbruch vorhin nicht übel. Und wenn es euch gefallen hat, dann wäre immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.